Wir leben in einer Zeit, die uns alle dazu herausfordert, uns bewusst dafür zu entscheiden, wie wir gemeinsam auf diesem wundervollen Planeten weiterleben wollen. Wir brauchen eine Vision, wie eine Welt aussehen kann, auf der alle Lebewesen geachtet und liebevoll behandelt werden. Eine Welt, auf der wir alle gerne leben wollen. Gemeinsam mit vielen visionären Menschen haben wir uns aufgemacht, um diese Vision detailliert auszuarbeiten und euch allen zur Verfügung zu stellen. Das Manifest der neuen Erde. Kapitel 1: Die Gesundheit allen Lebens. Die Grundlage des Lebens auf der Erde ist ein gesunder Boden, der Humus. Priorität hat daher die Entgiftung unserer Böden, der Humusaufbau und die Verbesserung unserer Bodengesundheit auf privater, land- und forstwirtschaftlicher Ebene. Dazu werden Kompostierungs-, Wirtschaftsdüngeraufbereitungs- und Humusaufbauseminare angeboten. Auf unseren Feldern, Wiesen und Beeten werden toxische Spritz- und Düngemittel ersetzt durch hochwertige Komposte, lebensfördernde Mikroorganismen und andere biologisch-organische Düngemittel, die zusammen mit artenreichen Pflanzengemeinschaften und speziellen Fruchtfolgen zahlreiche Symbiosen im Boden und dadurch den natürlichen Humusaufbau fördern. Nicht mehr benötigte versiegelte Landflächen, wie zum Beispiel Industriegelände oder Parkplätze, werden rückgebaut und der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, um dort zum Beispiel Gemeinschaftsgärten oder Heilwälder mit essbaren Früchten anzulegen. Auf den großen landwirtschaftlichen Flächen werden Zwischen- und Randhecken angelegt. Blumen, Obst- und Nussbäume, Esskastanien und so weiter gepflanzt, um die Insekten, besonders die Bienen, aber auch Menschen zu verpflegen, die Winde zu leiten und Vögeln und anderen Tieren Lebensnischen zu bieten. Auf den Feldern und in den Gärten wachsen vielfältige Pflanzen, die sich gegenseitig in Wachstum und Vitalität unterstützen. Das Zwitschern der Vögel, das Summen der Insekten und die Gesänge der Menschen fördern und begleiten das harmonische Wachstum der Pflanzen. Es werden nur mehr biologisch wirtschaftende Betriebe gefördert, die die Gesundheit von Boden, Pflanzen, Tieren und Menschen sowie die Artenvielfalt nachhaltig verbessern. Biobauern von Mittelstands- und Kleinbetrieben bestimmen die Agrarpolitik. Alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe erhalten kostenlose Umschulungen in nachhaltige und biologische Landbewirtschaftungssysteme, welche die Bodengesundheit als Basis für die Gesundheit allen Lebens verbessern. Bauern werden dabei unterstützt, ihre Produkte regional zu vermarkten. In den Kursen werden auch neue Formen des hocheffizienten Gemüse-, Beeren- und Obstanbaus, wie zum Beispiel Permakultur, Agroforst, syntropische Landwirtschaft oder Vertical Gardening unterrichtet. Noch konventionelle Produkte und deren toxische Inhaltsstoffe müssen gekennzeichnet werden. Die Gemeinschaft unterstützt unabhängige und gemeinnützige Saatgutinitiativen und Tauschbörsen zum Erhalt und zur Erweiterung der Vielfalt unserer Nahrungs- und Heilpflanzen. Auf Saatgut und andere Lebewesen gibt es keine Patente mehr. Reinigung und Verlebendigung aller Gewässer. In Zukunft fließt aus allen Wasserleitungen lebendiges, gesundes und sauberes Wasser. Flüsse, Bäche und Feuchtgebiete werden, soweit dies sinnvoll ist, renaturiert. Wasser wird in der Region gehalten. Die beste Wasserreinigungs-, Bewässerungs- und Hochwasserschutzmaßnahme ist die Verlebendigung der Böden. Weil ein lebendiger, gesunder und humusreicher Boden ein Vielfaches an Wasser aufnehmen, reinigen und speichern kann. Artenreiche Dauerwälder und Feuchtflächen sorgen dafür, dass das verdunstete Wasser in unteren Luftschichten verbleibt und hier die Taubildung fördert und dem regionalen Wasserkreislauf dient. Unsere Kläranlagen werden mit den besten natürlichen Methoden erneuert. Abwasser wird durch Pflanzen, Mikroorganismen und Komposttechniken gereinigt, bevor es wieder in den Wasserkreislauf zurückfließt.
Wo immer möglich werden moderne, wassersparende und humusaufbauende Komposttoiletten installiert. Meeresgebiete werden großflächig unter Schutz gestellt. Regionale, das Meeresleben achtende Fischereibetriebe ersetzen die großindustriellen Schleppnetzfischereien. Meeresreinigungs- und Meeresregenerationsprojekte erhalten großzügige und tatkräftige Unterstützung. Reinigung der Luft, die wir atmen. Abgase und Sprühnebel, die Aluminium, Metall und oder andere Toxine enthalten, werden strikt nicht mehr verwendet. Die Emission von Feinstaub und Luftverschmutzung jeglicher Art wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Da gesunde Ökosysteme mit einer hohen Artenvielfalt an Bäumen höchst effektiv die Luft reinigen, werden solche Ökosysteme sowohl in den Städten als auch in den ausgeräumten Kulturlandschaften angelegt. Dadurch wird die Atemluft mit ihrem gesundheitsfördernden Luftmikrobiom und ihren heilsamen Ionen wieder zu einem Spender reiner Lebensenergie. 60% der Wälder, die Lungen unserer Erde und Produzenten von reinem Sauerstoff werden unter Naturschutz gestellt. Die Zerstörung von Ökosystemen gilt als Verbrechen gegen das Leben. In den letzten Jahrhunderten gerodete Waldflächen werden unter der Anleitung von integral denkenden und fühlenden, zukunftsorientierten Förstern, die eine globale Vision für Waldökosysteme haben, wieder aufgeforstet. Dabei wird ihre positive Wirkung auf das Immunsystem der Menschen, auf die Klimaregulierung und den lokalen Wasserkreislauf besonders berücksichtigt. Ganzheitliche Waldbewirtschaftungskurse werden Förstern, Waldbesitzern und allen interessierten Menschen angeboten. Heilkräftige Lebensmittel. Künstliche Zusatzstoffe aller Art kommen nur noch zur Verwendung, wenn ein Gremium aus unabhängigen Ärzten, Biologen und Heilpraktikern verschiedener Sparten deren Unbedenklichkeit für alles Leben festgestellt hat. Industriezucker, synthetische Salze, raffinierte Fette und ein Übermaß an tierischen Produkten und denaturierte Lebensmittel haben in den letzten Jahrzehnten zu einer unnatürlichen Zunahme an Allergien, Übergewicht und ernährungsbedingten Krankheiten geführt. Diese werden durch heilkräftige, natürliche Lebensmittel mit ihrer Vielzahl an Mikronährstoffen ersetzt. Auch essbare Wildpflanzen, wie zum Beispiel Schlehen, Hagebutten, Kirsch, Brennnessel oder Löwenzahn, finden wieder einen festen Platz in der menschlichen Ernährung und ersetzen Superfoods aus fernen Ländern. Der Anbau von Wildkräuterwiesen und einer Vielfalt alter heimischer Nutzpflanzensorten wird gefördert. Die Pflanzen werden dabei so kombiniert, dass ein symbiotisches Milieu entsteht und die Pflanzen einander vor Schädlingsbefall schützen. Die hierbei verbesserte Bodengesundheit schützt vor Katastrophen wie Überschwemmungen und Dürre. Früchte müssen keine Norm in Bezug auf Größe und Abmessung mehr erfüllen. Jede natürliche Form der Pflanzenfrüchte ist willkommen. Genmanipuliertes Saatgut wird nicht verwendet. Bauern und Gärtner haben ihre Autonomie in Bezug auf Zugang, Reproduktion und Austausch von Saatgut zurückgewonnen. Umweltfreundliche und schadstofffreie Produktion. Wissenschaftler arbeiten Hand in Hand mit Praktikern und Produktionsfirmen, um die ökologische Effizienz in der Produktion zu steigern und die Bestandteile, die nicht aus rein natürlichen Rohstoffen produziert werden können, so ethisch, umweltfreundlich und recycelbar wie möglich und zum Wohle zukünftiger Lebensformen auf dem Planeten herzustellen. Wenn immer möglich, werden bereits in der Übergangsphase künstliche Materialien in einem umweltfreundlichen Prozess recycelt, repariert und zu neuen Materialien verarbeitet. Auf den Etiketten der Produkte wird der ökologische Fußabdruck deklariert, insbesondere woraus sich die Materialien zusammensetzen, wie fair diese produziert wurden und wie effizient der zu erwartende Lebenszyklus ist. Hierbei gelten die Grundsätze: Recycling vor neuem Rohstoffabbau, natürliche vor chemischen Produkten. Die Gewinnung von Rohstoffen erfolgt in respektvoller Weise und in dem Bewusstsein um die Beanspruchung des Planeten Erde und seiner lokalen Gemeinschaften.
anfallendes Wasser wird in gereinigtem und belebtem Zustand in den Wasserkreislauf zurückgeführt. Beim Abbau wird die lokale Artenvielfalt weitgehend geschont und parallel dazu die Renaturierung so durchgeführt, dass die Artenvielfalt und Biodiversität zunimmt. Jedem Lebewesen wird mit Respekt und Achtsamkeit begegnet. Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Mahatma Gandhi. Jede Form von Sklaverei, Gewalt oder Ausbeutung von Menschen oder Tieren gilt als Verbrechen gegen das Leben. Jede Form von Tierquälerei, Käfig- oder Massentierhaltung sowie Laborversuche mit Tieren und überregionale Tiertransporte für Konsumzwecke gehören der Vergangenheit an. Tierkommunikation ermöglicht es den Menschen herauszufinden, was die Tiere zu ihrem Wohlergehen brauchen. Tiere in Zoos oder Tierparks haben die freie Wahl, ob sie in Zoos bleiben oder sich für ein Leben in Freiheit oder in speziellen Schutzgebieten entscheiden. Auf den Flächen der Zoos sind Parks mit vielfältigen Pflanzen und fruchttragenden Bäumen angelegt. Straßen, die vom Land zu diesen Parks führen, wurden von Beton befreit und laden nun Wildtiere ein, sich in diese Parks zu begeben, dort zu essen und freiwillig mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Unsere Vision ist, dass in der nahen Zukunft keine Tiere mehr getötet werden. Für die Übergangsphase bis dahin empfehlen wir Folgendes. Jedem Tier, das nicht in Freiheit leben darf, weil es zur Erzeugung von Milch oder anderen tierischen Produkten beiträgt, wird eine art- und wesensgerechte Lebensweise in der Natur mit seinen Artgenossen ermöglicht, sowie Objekte zum Spiel zur Verfügung gestellt. Auf den Weiden helfen sie, den Humus zu stabilisieren und wieder aufzubauen. Diese Tiere leben bei Menschen, die eine liebevolle und harmonische Beziehung zu ihnen haben. Ihnen wird ausschließlich natürliches, artgerechtes und vielfältiges Futter angeboten. Kühe dürfen ihre Hörner behalten. Die Haltungsbedingungen sind so angepasst, dass keine Impfungen mehr notwendig sind. Tiere werden, sofern erforderlich, in ihrer natürlichen und gewohnten Umgebung und so leidarm wie möglich getötet und dabei als empfindende Lebewesen wahrgenommen und geehrt. Das Auslesen kranker Tiere wird nur noch von Personen mit Jagdscheinen einer tierwohlorientierten Ausbildung durchgeführt. Da sich die Wälder wiederholen und die Ökosysteme wieder in ihrer natürlichen Balance sind, gibt es in den Wäldern keine Überpopulation von Tieren und keinen Grund zur Regulation durch den Menschen. Wir plädieren für eine Umstellung auf eine auf Pflanzen basierende Lebensweise und anerkennen dabei, dass Pflanzen empfindsame Lebewesen sind. Sie werden geehrt und respektvoll geerntet und zubereitet. Unsere Krankenhäuser werden in ganzheitliche Heilungsräume umgestaltet. Das neue Heilungskonzept und der Bau der entsprechenden Räume wird mit dem Wissen und Erfahrungsschatz von Medizinern, Heilpraktikern, Energetikern, Ernährungswissenschaftlern, Physiologen, Biologen, Psychologen, spirituellen Lehrern, Geomanten, Feng Shui-Spezialisten etc. ausgearbeitet und umgesetzt. Mit wenig Aufwand werden aktuelle Krankenhäuser und Intensivstationen vorab mit Pflanzen, Therapietieren, Naturdüften, natürlichen Lichtfrequenzen und Naturbildern heilfreundlicher gestaltet und so adaptiert, dass sie nieder- und hochfrequente Strahlen, Elektrosmog, abhalten. Die neuen Heilungsräume werden von heilenden, artenreichen Wäldern mit speziellen Waldtherapiepfaden nach dem Vorbild des japanischen Shinrin-Yoku mit Achtsamkeitspfaden, Bächen und Wasserflächen umgeben. Tiere und Pflanzen sind Therapiehelfer. Spezielle den Heilungsräumen angeschlossene Landwirtschaftsbetriebe bieten Therapiemöglichkeiten, zum Beispiel für Drogenabhängige oder andere suchtgefährdete Menschen. Gleichzeitig wird dort gesunde biologische Nahrung für die Heilungsräume angebaut. Diese Nahrung fördert ein Mikrobiom, das die Psyche und das Immunsystem optimal unterstützt. Im Konzept der Heilung werden folgende Prinzipien anerkannt. Erstens, der Mensch
ist ein spirituelles, geistig hochentwickeltes Wesen, das nicht an seiner Hautoberfläche endet. Er ist ein mehrdimensionales Wesen mit mehreren Körperebenen, unter anderem ein physischer Körper, mentaler Körper, emotionaler Körper, Energiekörper, kausaler Körper, die alle miteinander verbunden sind und interagieren. Zweitens, der Mensch ist ein auf allen Ebenen verbundener Teil des Ökosystems Erde, eines lebendigen Organismus. Drittens, die 5 biologischen Naturgesetze. Viertens, alle Lebewesen verfügen über ausgezeichnete Selbstheilungskräfte und ein Immunsystem, das es primär und auf allen Ebenen zu unterstützen gilt, um Krankheiten vorzubeugen und zu heilen. Fünftens, jede Krankheit hat eine Botschaft. Von nun an fokussiert sich die Medizin nicht mehr auf die Symptome, sondern auf die Ursachenerkennung und die Vorbeugung der Krankheit. In den neuen Heilungsräumen werden ganzheitliche Therapiemethoden angewandt, die auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen eingehen. Heilmethoden, die die Menschen seit Jahrhunderten dabei unterstützt haben, durch die Kraft der Natur und des Geistes zu heilen, wie zum Beispiel Homöopathie, traditionelle europäische Medizin, traditionelle chinesische Medizin oder anthroposophische Medizin, sowie neue, gut erprobte und bereits erfolgreich angewandte Heilmethoden, die auf Quanten, Frequenzen, Energie, Information basieren, werden voll anerkannt, angewandt und gelehrt. Natürliche und lokal gewachsene und produzierte Heilmittel werden bevorzugt, da diese im Vergleich zu den Produkten der Pharmaindustrie kaum Nebenwirkungen haben, vom menschlichen Organismus besser assimiliert werden und dabei auch die lokalen Produzenten fördern. Um das natürliche Mikrobiom der Menschen nicht durch chemische Desinfektionsmittel zu schwächen, werden bevorzugt lebensförderliche Mikroorganismen, Ozon oder Wasserstoffperoxid zur Desinfektion und natürliche Mittel wie Essig, Natron oder Ferment-7-Oxid zur Reinigung verwendet. Die Ärzte weisen ehrlich, unaufgefordert, klar und transparent auf die Nebenwirkungen der Medikamente hin, die sie verschreiben. Während man im alten System an der Krankheit der Menschen verdient hat, so ist nun der höchste Lohn der Menschen, die in Heilberufen arbeiten, die Gesundheit der Patienten. Die Geburt von Menschen, aber auch Tieren, wird als ein heiliges Ritual geachtet. Frauen erhalten freien Zugang zu Geburtsvorbereitungskursen, die von erfahrenen und ganzheitlich denkenden und fühlenden Hebammen und Doulas entwickelt wurden. Frauen entscheiden selbst, wie und wo sie gebären möchten, ob in Geburtshäusern, zu Hause oder auch im Freien, im Wald, im Meer oder an speziellen Kraftplätzen, in jedem Fall geschützt, in Ruhe und gerne auch im Kreis ihrer Familie oder anderer Frauen. Kinder kommen natürlich auf die Welt. Dabei werden alle natürlichen Vorgänge beim Geburtsprozess respektiert und zugelassen. Invasive Eingriffe und Medikamente werden nach Möglichkeit vermieden. Jedes Kind wird auf liebevolle, sanfte und achtsame Weise in Würde in die Welt begleitet. Um das Liebesband, die Bindung zwischen Eltern und Kind zu stärken, wird ihnen von Anfang an Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Das Kind verbringt die ersten Lebensjahre in liebevollem, engem Kontakt mit seiner Familie. Um das Baby mit den besten Nährstoffen der natürlichen Muttermilch zu versorgen, werden Frauen optimal dabei unterstützt, ihre Babys zu stillen. Ungewollt Schwangere werden in allen Lebensbereichen unterstützt. Frauen, die aus irgendeinem Grund ihre Babys nicht bei sich behalten wollen, lernen, wenn sie dies möchten, schon in der Schwangerschaft die Paare kennen, die ihr Baby nach der Geburt liebevoll aufnehmen werden. In der Übergangsphase, einer Welt, die noch mit gesundheitsschädlichem Elektrosmog gestört wird, wird darauf geachtet, dass Babys und Kleinkinder diesen so wenig wie möglich ausgesetzt werden, um ihnen eine gesunde und natürliche Entwicklung zu ermöglichen. Mit Ehrfurcht erwarten, mit Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Rudolf Steiner. Wenn wir die Angst vor dem Tod verlieren, uns selbst als unendliches und unsterbliches Wesen erkennen, dann verlieren wir auch die Angst vor dem Leben.
Wer keine Angst mehr vor dem Tod hat, ist nicht mehr so leicht manipulierbar. Gemeinsam mit Sterbebegleitern aller Religionen entstehen Kurse, die es Menschen ermöglichen, einen angstfreien und würdevollen Zugang zum Thema Tod zu entwickeln und auch zu lernen, ihre Gefühle von Schmerz und Trauer frei zuzulassen und zu verarbeiten. Auch dürfen Angehörige den Körper ihres geliebten Menschen ein paar Tage lang zu Hause oder in einem sakralen Raum aufgebahrt lassen, damit sich die Seele langsam und sanft lösen kann und die Angehörigen genügend Zeit haben, um einen gebührenden Abschied von ihren Liebsten nehmen zu können. Indem wir unsere Körper in gesunder, lebendiger Erde oder eigens kreierten Anlagen kompostieren, übergeben wir diese wieder dankbar dem Kreislauf des Lebens. Unter Berücksichtigung der Werte verschiedener Kulturen und Religionen sind gegebenenfalls Verbrennungen von Körpern, die viele Toxine oder Ähnliches enthalten, aus grundwasserhygienischen Gründen vorzuziehen. Die Angehörigen sollen dabei frei entscheiden dürfen, wo sie die Asche ausstreuen möchten. Jede Kultur kann die Körper ihrer Lieben unter Rücksichtnahme auf das Wohle allen Lebens auf ihre Weise bestatten. Auch Waldbestattungen und Baumbestattungen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Langsam wandeln sich die Friedhöfe in Friedwälder. Jeder Mensch hinterlässt in seinem Leben mindestens zwei Bäume. Einer wird bei seiner Geburt gepflanzt und einer bei seinem Tod. Der erste wurzelt in der Plazenta, der zweite wurzelt im Körper. Der technische Fortschritt dient dem Leben und nicht umgekehrt. Jede Form von künstlich angewandter Technologie, die lebende Organismen oder die gesamte Erde negativ beeinflussen können, werden abgeschaltet und rückgebaut. Dazu zählen insbesondere kabelfreie Telekommunikationstechniken ohne Unbedenklichkeitsprüfung, wie zum Beispiel unsere Mobilfunknetze, künstliche Intelligenz, Mikrochips, Internet of Things, Smart Meter, Videoüberwachungssysteme, bewusstseinskontrollierende Technologien und künstliche Wetterveränderung. Künstliche Intelligenz wird nur mehr dort eingesetzt, wo sie lebensförderlich ist. Auf keinen Fall aber zur Überwachung und Kontrolle von Menschen. Wir sind uns bewusst, dass alle Lebewesen der Erde untrennbar mit den natürlichen terrestrischen und kosmischen elektromagnetischen Feldern verbunden sind und nur wahrhaftig gesunden können, wenn wir uns mit diesen Zyklen und Frequenzen der Erde und des Kosmos ungestört in Resonanz befinden. Die Erforschung und der sofortige Einsatz von für Menschen, Tiere und Pflanzen unschädlichen Telekommunikationstechnologien hat höchste Priorität. Solange die neuen Heilfrequenzen noch nicht angewandt werden können, werden Computer in Innenräumen über Kabel an das Internet angebunden. Sobald Gebäude verkabelt sind, sinkt der Bedarf an drahtloser Kommunikation und überdimensionierte Außenantennen können ihre Strahlungsleistung reduzieren. Gut erforschte und langzeit getestete Heilfrequenzen werden in Zukunft zur Regeneration eingesetzt. In jedem Land gibt es ab sofort strahlungsfreie Gebiete, in denen sich kranke und strahlungssensible Menschen niederlassen oder erholen können. Lichtfrequenzen, die dem menschlichen Immunsystem dienen. Es gibt nur mehr an das natürliche Lichtspektrum angeglichene Leuchtmittel, die unschädlich für alle Lebewesen sind und die bei der Produktion, während ihrer Anwendung und beim Recycling die Umwelt nur noch minimal belasten. Um Lichtverschmutzung zu vermeiden, werden nachts alle externen, unnatürlichen Lichtquellen um mindestens 40% reduziert und Straßenbeleuchtungen himmelwärts abgeschirmt. Strände, an denen Tiere ihre Eier ablegen, werden nicht mehr künstlich beleuchtet, damit frisch geschlüpfte Tierbabys nicht in ihrem natürlichen Verhalten gestört werden. Die Gesundheit des Weltraums ist essentiell für unser Leben. Der Himmel als integraler Bestandteil allen Lebens muss geschützt werden. Satelliten,
Weltraumwaffen oder andere technische Geräte, die die natürlichen, lebenswichtigen kosmischen Frequenzen stören, werden abgebaut. Der Weltraummüll wird zur Erde zurückbefördert und hier rückstandslos wiederverwertet. Ein 13-Monde-Kalender. Wir kehren gemeinsam zu einem 13-Monde-Kalender zurück, der mit den natürlichen Rhythmen und Zyklen der Erde im Einklang ist. So haben wir 13 mal 28 Tage plus einen Dankbarkeitstag für die Schöpfung, der weltweit gefeiert wird. Wir ehren die Zeitqualitäten, feiern bedeutungsvolle Rituale, die Jahreskreisfeste unserer Ahnen in tiefer Verbindung mit der Erde und der Natur. Die tief empfundenen Geschenke kommen aus unserer fühlbaren Verbindung mit der Erde. Daher müssen auch keine physischen Geschenke mehr gekauft werden, die nur unnötig Abfall generieren. Kapitel 2 – Potenzialentfaltung. Richtig nachhaltig lernt man nur, wenn man mit Leidenschaft, mit Begeisterung und einer tiefen Freude ans Werk geht. Gerald Hüther. Kinder werden dabei unterstützt, ihr volles, individuelles Potenzial zu entfalten. Als geistbegabtes Wesen hat jedes Kind von Geburt an seinen eigenen inneren Lernplan. Lebensfreude, Gesundheit, Selbstbewusstsein, Wissbegier, Konzentrations- und Kooperationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Ausdauer und aktives Engagement für die Gemeinschaft kann man an jungen Menschen beobachten, die sich nach ihrem inneren Lernplan entfalten dürfen. Ihr Sozialverhalten wird durch Vorbilder geprägt. Je respektvoller und achtsamer ein Kind behandelt wird, desto achtsamer und respektvoller wird auch sein eigener Umgang mit sich selbst, der Natur und den Mitmenschen sein. Alexandra Terzic-Auer. Kinder und Erwachsene begegnen einander auf Augenhöhe. Kinder werden dabei unterstützt, sich an das uns innewohnende, außergewöhnliche menschliche Potenzial zu erinnern. Sie wachsen in einer liebevollen, sicheren Umgebung auf, entwickeln eine gesunde Selbstwahrnehmung, ein gesundes Selbstwertgefühl und werden ermutigt zu widersprechen, das Gelernte in Frage zu stellen, sich eigene Gedanken zu machen und Antworten in sich selbst zu finden. Die Lehrer und Begleiter der Kinder sind erfüllt von ihrer Berufung und dem Wunsch, die Kinder optimal in ihr höchstes Potenzial zu begleiten. Der erste Ort für die Lebens- und Herzensbildung ist die Familie. Der zweite Ort ist die Gemeinschaft, das Dorf, in dem auch Erlebnisräume, Lernorte und Entfaltungsräume zur Verfügung gestellt werden, die gemeinsam mit den Kindern gestaltet werden. Es steht Eltern und Kindern frei, ob sie an diesen Lernorten oder zu Hause frei lernen wollen. An diesen Lernorten können die Kinder mit all ihren Sinnen, individuell, unter Berücksichtigung ihrer körperlichen, seelischen, intellektuellen und geistigen Bedürfnisse und vor allem auch in direkter Verbindung zur Natur, die ihnen innewohnende Entdeckerfreude spielerisch ausleben. Diese Räume sind kreative Abenteuerspielplätze. Hier werden die praktischen, künstlerischen, philosophischen oder spirituellen Fragestellungen das Erkunden der Welt nicht rein über den Kopf, sondern im Zusammenwirken von Herz, Körper und Geist gelöst. Hier werden von klein auf die mit den Naturprinzipien übereinstimmenden Lerninhalte nicht nur unterrichtet, sondern auch durch direkten Kontakt mit Böden, Wäldern, Bauernhöfen, Gärten, Gewässern, Pflanzen und Tieren am eigenen Leib erfahren. Was für ein Abenteuer, den Lebenskreislauf einer Pflanze vom Sehen, Wachsen, Ernten, Zubereiten und schließlich Kompostieren zu erfahren. Oder zu lernen, die wild wachsenden Kräuter am Wegesrand zu erkennen und ihre heilkräftige Wirkung am eigenen Leib zu spüren. Speziesübergreifende Kommunikation ist ein integraler Bestandteil des Lernens. Jede Form von kreativem und künstlerischem Ausdruck wird willkommen geheißen, gelehrt und gefördert. Es gibt Theateraufführungen, in denen die jungen Menschen gleichzeitig auch bühnenarchitektonische Fragestellungen lösen können oder lernen, Kostüme zu fertigen.
Sie lernen selbst, kleine Orchester und Chöre zu bilden. Einige entdecken ihre Talente als Tänzer, Theatermaler oder Maskenbildner. Andere erproben ihre Fähigkeiten als Techniker oder Organisatoren. An den offenen Lernorten werden generationenübergreifende Verbindungen geknüpft. Hier treffen sich Menschen verschiedenen Alters, um gemeinsam Projekte umzusetzen, die auch der Allgemeinheit dienen können. Diese offenen Lernorte sind die impulsgebenden Zentren des gesellschaftlichen Lebens. Hier werden auch neue Ideen für das gesellschaftliche und soziale Leben entwickelt und mit der Gemeinschaft und den lokalen und je nach Potenzial auch mit den nationalen Waisenräten geteilt. Der Mensch nimmt sich so in seiner Entwicklung nicht mehr als ein loses Element eines Systems, sondern als kreativer Mitgestalter eines großen, lebendigen Organismus wahr. Hauptfächer der bisherigen Schulen wie Lesen, Rechnen, Schreiben und Fremdsprachen integrieren sich ganz natürlich in die spannenden Lernerfahrungen. Lesen und Schreiben wird zum Beispiel gerne gelernt, um Sprachen, Kochrezepte oder Texte zu diversen interessanten Projekten zu verstehen oder zu verfassen. Rechnen will gelernt werden, um in der Natur oder in Räumen Objekte zu bauen. Heilige Geometrie wird als Grundbaustein der Materie und auch in der Biologie, Physik beim Entwurf oder Bau einer neuartigen Maschine erfahren. So kann auch jeder Handwerksbetrieb zu einem erweiterten Klassenzimmer werden. Beim Tischlern wird etwas über Längenmaße oder Winkel gelernt. Beim Planen von Glashäusern oder Gemüsebeeten etwas über Artenvielfalt, Jahreszyklen, Sonne, Photosynthese oder Humusaufbau. Beim Zubereiten des Mittagessens für große oder kleine Gruppen ist es wichtig, Bruchrechnungen oder Multiplikationen zu verstehen. Eine Vielzahl an Tätigkeiten ganz praktisch zu erleben, hilft den jungen Menschen auch dabei, ihre Berufung zu finden. Kinder werden dazu motiviert, ihr neues Wissen auch gleich anderen Kindern weiterzugeben. Bis zum 14. Lebensjahr ist der Zugang zu Computerhilfsmitteln zu vermeiden, während Kreativität, Imagination, Inspiration und Intuition angeregt und gefördert werden. Thematisiert werden vor allem die individuellen Stärken der Kinder. Fehler zu machen ist ein natürlicher und wichtiger Lernprozess. Wir unterscheiden zwischen einer ersten Bildungsphase, in der ein Kind in behüteter Umgebung liebevoll begleitet wird und spielerisch entdecken darf, wer es ist und wofür es sich interessiert. Das natürliche und praktische Leben ist der große Lehrmeister. Danach, etwa ab dem 12. Lebensjahr, folgt die fachliche oder universitäre Ausbildungsphase. Anstelle von Prüfungen oder Noten treten festliche Anlässe, bei denen die jungen Menschen individuell oder in der Gruppe präsentieren, was sie getan, geschaffen, gelernt oder eingeübt haben. Besonders wichtig ist die Herzensbildung und die Bildung eines neuen Bewusstseins, des Verbundenseins allen Lebens und des Verständnisses für das Sein. Dazu werden im Folgenden Kurse für das Menschsein im Einklang mit der Natur und den Naturgesetzen entwickelt, die allen Menschen aller Altersgruppen nahegelegt werden. Kurse für neues Bewusstsein. In Zusammenarbeit mit Gehirnforschern, Friedensforschern, Therapeuten, Glücksforschern und Coaches verschiedener Richtungen werden Kurse entwickelt, die ein neues Bewusstsein für das Menschsein und für die Menschheitsentwicklung im Einklang mit der Natur und den Naturgesetzen fördern. Dieses neue Bewusstsein wird allen Menschen näher gebracht, insbesondere Begleiter, Begleiterinnen, Lehrer, Lehrerinnen, um sie optimal auf ihre so wichtige Aufgabe vorzubereiten. Die Kurse für das Menschsein beinhalten zum Beispiel folgende Bereiche: Herzintelligenz, Intuition und Freude. Wissen über Strukturen und Ebenen des Bewusstseins, Finden der individuellen Lebensaufgabe, gewaltfreie Kommunikation, Ursprung und Heilung von Gewalt, Mobbing, Rassismus, systemische Aufstellungen, die Ausdrucksformen der energetischen Kommunikation, Gefühlsarbeit, Achtsamkeit und Meditation, Schattenarbeit und Trauma-Release,
Atmen als Heilungsarbeit. Gesundheit und Ernährung im Einklang mit der Natur. Pflanzen- und Kräuterheilkunde. Nachhaltiges Leben in Selbstverantwortung. Heilung und Selbstheilungstechniken. Die Prinzipien der Lebensenergie und ihre praktische Anwendung. Beschäftigung mit Träumen und alternativen Bewusstseinszuständen. Heilige Geometrie und ihre praktische Anwendung. Einblicke in verschiedene Weltanschauungen, Betrachtungen der Realität. Die Naturprinzipien und die kosmischen Gesetze und Zyklen. Wissen über den Jahreskreislauf, Naturfeste und Rituale. Kommunikation mit Tieren, anderen Bewusstseinsformen und feinstofflichen Wesen. Erweitern der inneren Sinne. Hellsehen, hellfühlen und so weiter. Besitzreduktion, Loslassen und wahre Erfüllung. Die Rückkehr des Heilig-Weiblichen und Männlichen in unsere Gesellschaft. Sexualität und ihre heilige Dimension. Bewusstes und verantwortungsvolles Elternsein. Die Kurse für die Menschheitsentwicklung beinhalten zum Beispiel folgende Bereiche: Wir-Kultur, neue Formen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit. Die Aufgabe der Gemeinschaft, der Nation und der Menschheit finden. Die Entwicklung neuer Gesellschaftsstrukturen. Freie Kultur-, Bildungs-, Informations-, Forschungs- und Religionsentwicklung. Gleichberechtigte Rechts- und Verwaltungsstrukturen. Geschwisterliches Wirtschaftsleben zur fairen Befriedigung der individuellen Bedürfnisse. Entwicklung nachhaltiger Geldsysteme. Heilung der zerstörten Natur. Entwicklung nachhaltiger Landwirtschaftssysteme durch Verantwortungsgemeinschaften. Baubiologie und Geomantie. Entwicklung von beispielhaften Arbeits- und Lernorten. Kulturoasen. Diese Kurse, die in jedem Punkt auf das Wohl und die Entwicklung allen Lebens ausgerichtet sind, werden sodann den Kindern und Jugendlichen in den Lernorten, den neuen Naturkindergärten, Waldschulen und Erlebnisräumen auf ihrem Weg mitgegeben. Die neuen Universitäten. Es gibt kein Phänomen, das nicht mit allen Ebenen des Seins in Wechselwirkung steht. Deshalb wird eine integrale Sicht und die Zusammenarbeit aller Wissenschaften gefördert. So erfährt zum Beispiel das universitäre Bildungssystem für Heilberufe seinen dringenden Paradigmenwechsel. Integriert werden nun auch die neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik, der Epigenetik, der Psychoneuroimmunologie und der Bewusstseinsforschung sowie der neuen Medizin und bewährte, bisher als alternative Heilmethoden bezeichnete Techniken. In den Landwirtschaftsausbildungen werden nur mehr nachhaltige Praktiken vermittelt, die im Einklang mit allem Leben stehen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den faszinierenden Qualitäten von Humus, Bodenleben, Pflanzen und Wasser und deren wundervolles Zusammenspiel. Die neuen Universitäten sind also Zukunftswerkstätten, in denen Forscher, Forscherinnen, Universitätsprofessoren, Professorinnen und Studierende durch kollektive Intelligenz und auf Augenhöhe, angetrieben durch Freude und natürliche Neugier, frische Impulse und Ideen für unser aller Zukunft entwickeln. Der bisherige reduktionistische Bildungsansatz ist durch eine ganzheitliche Perspektive auf die Prinzipien des Lebens ersetzt. Anstatt des Gesetzes des Stärkeren wird nun das Prinzip der Kooperation als Basis der Bildung gelehrt. Es unterrichten nur mehr Menschen, die sich freudig dazu berufen fühlen. Jeder Lehrende wird in Kursen dabei unterstützt, innovative Unterrichtsformen zu lernen, um seine Studenten bestmöglich unterstützen zu können. Das Wissen wird so vermittelt, dass es die freie Öffnung zu neuen Wissensgebieten ermöglicht, ohne die Kreativität der Schülerinnen und Schüler zu bremsen. Beispielsweise wird das Infragestellen bestehender wissenschaftlicher Prinzipien nicht nur akzeptiert, sondern sogar gefördert. Auf diese Weise können wir gemeinsam neue Horizonte des menschlichen Wissens erreichen. Die Forschung an freien Energien wird wieder aufgenommen. Ebenso wird an weiteren erneuerbaren Energien geforscht, welche die Umwelt nicht oder nur minimal belasten. Wissenschaft, Forschung und Universitäten sind finanziell und inhaltlich unabhängig von politischen oder industriellen Interessen. Die verschiedenen Bereiche kooperieren aber, um neue Ideen für unser aller Zukunft zu entwickeln.
der kulturelle Ausdruck der Menschen. Kultur, Kreativität, Imagination, Inspiration und Intuition sind die Kräfte einer zukünftigen Entfaltung und bekommen mindestens den gleichen Stellenwert wie die intellektuelle Entwicklung. Kunst im Allgemeinen, wie zum Beispiel Theater, Musik, Tanz, Literatur und Architektur, dienen dem menschlichen Ausdruck, der Herzensbildung und Inspiration. Auch Filme werden in dem Bewusstsein produziert, dass sie einen direkten Einfluss auf das Unterbewusstsein haben. Wir achten und beleben die vielfältigen Mythen, die kulturell unterschiedliche Weltsicht alter und jüngerer Kulturen und die alten Brauchtümer, Tänze, Gesänge und Sprachen unserer Ahnen. Im Wissen, dass unsere tiefen Wurzeln uns im Jetzt Halt geben. Dankbar tauschen wir uns mit indigenen Völkern, die ihre Verbindung mit der Natur nicht unterbrochen hatten, aus. Respektvoll lernen wir voneinander und das neue Wissen wird zur Heilung von Mensch und Natur angewandt. Für ein besseres Verständnis für andere Kulturen und Bräuche und um die Fülle der Schönheit unserer Erde zu erfahren, sind Austauschaufenthalte für Schüler, Studenten und Erwachsene im Angebot. Diese neuen Erfahrungen und das neue Wissen werden sodann in öffentlichen Vorträgen oder Ausstellungen mit anderen Menschen geteilt. Der Aufenthalt von Menschen aus anderen Kulturen in unserem Land zu kulturellem Austausch wird gefördert. Besondere Aufmerksamkeit liegt auch in der Förderung der Handwerkskunst. Statt industriell billig erzeugte Massenware werden handwerkliche Erzeugnisse gefördert, die nicht nur eine höhere Lebenserwartung haben und aus edlen, natürlichen Materialien bestehen, sondern bei denen der Mensch hinter dem Handwerk spürbar ist. Dadurch wird auch wieder eine wertschätzende Beziehung zu den Gegenständen hergestellt, mit denen wir uns umgeben. Altersheime verwandeln sich in Lebenshäuser, die voll in die Gemeinschaft integriert sind. Älter werden wird ab nun nicht mehr mit Gebrechlichkeit und Senilität, sondern mit Reife und Weisheit assoziiert. Alternde Menschen sollen so weit wie möglich in der Familie und in Gemeinschaft ihre Lebensmenschen bleiben und dort, falls nötig, durch gut ausgebildete Pflegerinnen unterstützt werden. Für pflegende Angehörige werden Kurse angeboten, die ihnen Fähigkeiten vermitteln, um ihren Verwandten sowohl auf physischer Ebene, zum Beispiel bei der Regeneration des Bewegungsapparates oder auf der geistig-spirituellen Ebene zu unterstützen. In den künftigen Lebenshäusern wird in Gemeinschaft gesundes Essen gekocht und zusammen im Garten gearbeitet. Kindergärten und Schulen, aber auch Tierparks sind, wenn immer möglich, diesen Lebenshäusern angeschlossen. Kinder lernen zum Beispiel mit den alten Menschen lesen oder finden unter ihnen Musiklehrerinnen, Handwerker, Handwerkerinnen, Ingenieure, Ingenieurinnen, Feuerwehrleute, Piloten oder Menschen, die ihnen von ihren interessanten Berufen erzählen und praktische Übungen mit ihnen machen. Auch wird den älteren Menschen die Möglichkeit geboten, nachzuholen, was sie in ihren jüngeren Jahren versäumt hatten. Menschen mit Beeinträchtigungen werden in die Gesellschaft integriert. Der Blick auf die Behinderung ändert sich. Sie wird als einzigartige Andersartigkeit betrachtet, die alle Involvierten, von der Familie bis zu den Institutionen und der Gesellschaft, wertzuschätzen wissen. Menschen, die vielleicht nicht sehen können, können uns lehren, intensiver zu spüren oder einen Raum zu erhören. Viele Menschen mit Behinderungen lehren uns, die Stille zu erfüllen. Ihre Gegenwart hilft uns, unsere eigene Präsenz wahrzunehmen. Oftmals triggern sie unsere Schatten und lehren uns, über eben diese Schatten zu springen. Therapeuten, Krankenschwestern, Ärzte und Begleiter werden darin ausgebildet, Menschen mit Handicap positiv und zukunftsorientiert zu begleiten. Sie werden auch unterstützt, ihre Berufung zu finden und ihre Genialität zu entdecken. Menschen mit Beeinträchtigungen sollen, sofern möglich, autonom leben können.
Es werden angepasste Wohnungen und Wohngemeinschaften, die in gesunde Natur integriert sind, zur Verfügung gestellt. Und es wird dafür gesorgt, dass sie wieder am allgemeinen Leben teilhaben können. Auch gibt es angepasste Fitnesszentren mit Spezialprogrammen, die Menschen mit Handicap dabei unterstützen, wieder zu mehr Beweglichkeit zu kommen. Wo immer möglich, werden Adaptionen im öffentlichen Raum vorgenommen. Neue Formen des Reisens. Die Reisenden wählen die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Es geht nicht mehr um die Geschwindigkeit der Reise, sondern um den Reichtum an Interaktionen entlang der Strecke. Statt zu konsumieren, wird das Reisen nun zu einer Gelegenheit, andere Menschen, neue Kulturen, Lebensweisen, aufregende Landschaften oder Ökosysteme kennenzulernen und dabei auch sich selbst zu entdecken. Viele Menschen reisen für humanitäre oder ökologische Zwecke. Auf unserer Erde gibt es viel aufzuräumen und zu heilen. Durch unsere Reisen wird uns so richtig bewusst, wie die Erde uns beschenkt und wie wir Menschen nicht nur nehmen, sondern in gleicher Weise auch geben können. Menschen in ausgebeuteten Ländern finden ihre Selbstbestimmung wieder. Menschen ehemaliger als Drittweltländer bezeichneter Länder werden dabei unterstützt, wieder unabhängig von anderen Ländern oder Organisationen zu sein und sich in ihrer eigenen Identität wieder als vollkommen und würdig zu empfinden. Armut gibt es nicht mehr. Sobald die Menschen sich ihrer selbst bewusst sind und gelernt haben, wie sie ihre eigene Nahrung anbauen und wie sie sich untereinander organisieren können, wird Frieden auf der Welt einkehren. Kapitel 3: Wirtschaft und Produktionskreisläufe. Der natürliche Kreislauf. Was im Herbst verwelkt, wird von den Bodenlebewesen wieder zu Humus verwandelt, damit im nächsten Jahr wieder gesunde, nährstoffreiche Früchte reifen können. Inspiriert vom Cradle-to-Cradle-Prinzip wird, was früher als Abfall galt, zum Nährstoff für neue Produktionskreisläufe. In einem neuen, menschen- und naturverantwortlichen Gesellschaftssystem werden sehr reduziert nur noch Konsumgüter gekauft, die wirklich gebraucht werden. Diese werden so nachhaltig hergestellt, dass sie sehr lange halten, repariert werden können und alle Teile recycelbar sind. Wir besinnen uns auf die Weisheit unserer Vorfahren und lernen schon als Kind, unsere eigenen Körperpflege- und Reinigungsprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen und unsere Lebensmittel herzustellen. Verbrauchsgüter, wie zum Beispiel Reinigungsmittel, Shampoos oder Körperpflegemittel und deren Verpackungen, werden aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Gebrauchsgüter, wie zum Beispiel Autos, Waschmaschinen, Computer, werden wieder langlebig und reparierbar, aus sogenannten technischen Nährstoffen hergestellt. Nach Ablauf ihrer Dienstzeit werden durch einen vorher schon wohl durchdachten, menschen- und naturschonenden Recyclingprozess wieder neue Geräte hergestellt. Nahrungsmittel werden so weit wie möglich verpackungsfrei angeboten oder sind in mitzubringende Gefäße abfüllbar. Alle unvermeidbaren Verpackungsmittel sind Recycle-, Wiederbefüll- oder kompostierbar. Die Produktion beruht auf dem im englischen Sprachraum sogenannten 5R-Prinzip. Erstens, refuse, verzichte. Zweitens, reduce, reduziere. Drittens, reuse, verwende wieder. Viertens, repurpose, führe es einem neuen Zweck zu. Und fünftens, recycle. Die Langlebigkeit von Geräten wird gefördert und Produkte so hergestellt, dass sie 10 Jahre Garantie haben und einfach repariert werden können. Jeder qualifizierte Handwerker wird diese Geräte mittels einer vom Hersteller gelieferten Anleitung wieder funktionstüchtig machen können. Alle Nahrungsmittel finden ihre Abnehmer. Sie werden nicht mehr einfach weggeschmissen oder verbrannt. Die Landwirte produzieren die Menge der Lebensmittel, soweit wie möglich, nach Absprache mit ihren Kunden.
Nahrung, die nicht verkauft wird, wird Hilfsbedürftigen oder auch Tieren gratis zur Verfügung gestellt oder kompostiert und so der Erde direkt zurückgegeben. Das Ziel eines Unternehmens ist nicht vorrangig Profit, sondern die wirkliche Bedarfsbefriedigung des Kunden, das Glück der Mitarbeiter und die nachhaltige Gesundheit der Erde. Unternehmen werden von Menschen geführt, die kooperativ zusammenarbeiten, die gleiche Vision verfolgen und eine gute und respektvolle Beziehung zu ihren Kunden, Lieferanten und anderen Partnern und auch untereinander pflegen. Ihnen ist eines gemeinsam: die Freude an ihrem Wirken und ihr Mitgefühl für Menschen, alle Lebewesen und Mutter Erde. Sie agieren auf Augenhöhe und vertrauen einander. Sie entwickeln und optimieren ihre Prozesse, sodass sie effizienter und wahrhaft nachhaltig werden. Sie achten die individuellen Eigenheiten eines jeden und berücksichtigen sie. Hierarchie im klassischen Sinn gibt es nicht mehr. Es gibt unterschiedliche Verantwortungsbereiche. Jeder ist am Erfolg beteiligt. Solange es noch Geld gibt, wird die Höhe der Beteiligung gemeinschaftlich vereinbart. Wir unterstützen die regionalen Hersteller, indem wir keine Produkte mehr importieren, die im eigenen Land in genügender Menge hergestellt werden können. Von Produzenten, die Menschen, Tiere und die Natur ausbeuten, wird strikt nichts gekauft oder importiert. Es werden auch keine Produkte mehr importiert, die mit Pestiziden behandelt oder gentechnisch verändert wurden. Gefördert werden nur mehr kleine und mittelgroße Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Discountketten und Konzerne werden nicht mehr gebraucht und daher aufgelöst. In den Städten bilden sich Einkaufsgemeinschaften, die ihre Produkte direkt von den Handwerkern oder von Biohöfen aus der Region beziehen. Computer-Apps helfen, Erzeuger von Spezialitäten zu lokalisieren und gemeinschaftliche Lieferungen zu organisieren. Es werden vermehrt regionale Läden mit vorwiegend lokalen Produkten gegründet. Menschen produzieren wieder transparent und bedarfsgerecht für Menschen. Damit wird wieder eine Beziehung zu allen Lebewesen und zu den Lebensgrundlagen, zu Erde, Sonne, Wasser und Luft hergestellt, die ja an der Produktion der Produkte beteiligt sind. Die Erforschung und Entwicklung von erneuerbarer und auf allen Ebenen nachhaltiger Energie. Die beste Energiepolitik sind Einsparmaßnahmen. Dezentrale, autarke Stromversorgungsnetze, die in ihren zentralen Funktionen auch ohne Steuerungen über das Internet funktionieren, werden weiterentwickelt und überall installiert. Jedes Dorf, jede Gemeinschaft und jeder Stadtteil kann sich so autark mit erneuerbarer Energie versorgen. In naher Zukunft werden keine fossilen Brennstoffe mehr benutzt. Patente von unterdrückten Technologien und Erfindungen, zum Beispiel der freien Energie, die zur Lösung der Energieprobleme und zur Heilung von Mensch und Erde beitragen, werden der Menschheit zur Verfügung gestellt, weiterentwickelt und zur Anwendung gebracht. Nachhaltiger Transport. Die Erforschung emissionsfreier und in der Produktion komplett nachhaltiger Verkehrsmittel wird gefördert. An den Rändern der Städte gibt es kostenlose öffentliche Parkplätze mit guter Verbindung zum öffentlichen Verkehrsnetz. Die Fahrradwege und Eisenbahnstrecken werden weiter ausgebaut und es gibt zahlreiche Carsharing-Initiativen. Öffentliche Verkehrsmittel werden gratis angeboten. Auch hier gilt es, den Fokus auf die Region zu richten. Hier in der eigenen Region wird produziert. Hier finden wir unsere Lieblingsdienstleister und unsere Arbeitsstellen. Dadurch benötigen wir weniger Transporte. Wir sparen Arbeitswege, Energie, wir benötigen weniger Autos. Wir haben weniger Lärmbelästigung, Verschmutzung, weniger Verkehrstote, weniger Stress. Wirtschaft basiert auf Geschwisterlichkeit. Die Wirtschaft wird wieder in den Dienst des konkreten Austausches gestellt. Sie dient dazu, die Bedürfnisse des jeweilig anderen zu befriedigen. Die Unternehmer sehen sich als Partner und nicht als Konkurrenten. Sie entwickeln sich
durch Zusammenarbeit und Kooperation. Kapitel 4 – Lebensräume. Die neuen grünen Dörfer. Um die bereits bestehenden Städte entstehen sogenannte neue Dörfer, in denen sich die Menschen vernetzen und zusammenarbeiten. Dies kann auch eine Umstrukturierung bestehender Dörfer, eine Ökologisierung alter Baustrukturen oder den ökologischen Bau neuer Dörfer bedeuten, wobei in jedem Fall der Genius Loci herauszuarbeiten ist. Die Qualität dieses speziellen Platzes im Zusammenspiel mit dessen Umgebung und der menschlichen Sehnsucht nach Schönheit sowie die geomantischen Besonderheiten des Ortes. Hier bilden sich Lebens- und Wohngemeinschaften von 100 bis 150 Menschen. Es ist so angenehm, in diesen mit der Natur verbundenen Orten, mit ihren paradiesartigen Gartenlandschaften und liebevollen Nachbarschaften zu leben, dass sie eine wachsende Zahl von Menschen anziehen, die sich nach dieser Harmonie mit sich selbst und den Lebewesen um sich sehnen. Wohnen, Potenzialentfaltung, Arbeit, Kultur und Gemeinschaft findet in der Nachbarschaft statt. Dadurch wird die Gemeinschaft gestärkt, die Städte dezentralisiert und gleichzeitig auch die Lebensqualität gefördert, Zeit und Geld eingespart und der Verkehr reduziert. Die Architektur mit nachhaltigen Baustoffen berücksichtigt die Erfahrungen von Feng Shui, Vastu und heilender Geometrie. Neubauten werden zu 100% nach ökologischen Richtlinien als Positivenergiehäuser oder zumindest mit minimalem Energieverbrauch und höchster Wassereffizienz errichtet. Dazu gehören unter anderem auch Komposttoiletten. Für jede neu verbaute Fläche wird mindestens eine ebenso große Fläche renaturiert, wobei dafür gesorgt wird, dass dort mindestens die gleiche Artenvielfalt gedeihen kann. Die neuen Dörfer zählen die Gesundung der Erde sowie den Humusaufbau zu ihren Hauptaufgaben. In und um diese neuen Dörfer werden nach ökologischen Richtlinien und auf gesunden Böden nährstoffreiche Gemüse, Obst, Nüsse und Beeren angebaut, die auch regional oder im dorfeigenen Bioladen verkauft werden. Neben der Versorgung mit Lebensmitteln tragen die Felder auch einen wesentlichen Teil zur Produktion von Baustoffen bei. So können hochwertige Dämmstoffe wie Hanf, Flachs und Stroh gewonnen werden. Bei entsprechend geologischer Eignung des Geländes kann der Aushub für Gebäude oder eines Badesees als Lehmbaustoff für den Bau von Häusern eingesetzt werden. Wir schlagen vor, dass Bauern 5-20% ihrer landwirtschaftlichen Fläche den nachbarschaftlichen Gemeinschaften gegen Pacht oder Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um dort Nutzpflanzen anzubauen, Gemeinschaftsgärten anzulegen oder Tiere halten zu können. In den neuen Dörfern werden Menschen ausgebildet, um andere in Humusaufbau, Kompostierung und ökologischer Landwirtschaft zu unterrichten. Es werden auch die Heilkräuter für die Heilungsräume angebaut und Seminare, zum Beispiel zur Herstellung von Kräutermedizin, angeboten. Quellen und Dorfbrunnen gelten als besondere Orte, die für alle frei zugänglich gemacht, besonders gepflegt und ständig getestet werden, um die Reinheit und Lebendigkeit des Wassers zu garantieren. Geomantische Kraftplätze werden wertgeschätzt und unterstützen uns dabei, uns zu entfalten. An das Dorf angrenzende Waldflächen sind weitere Erholungs- und Heilungsräume für die Menschen. So viel wie möglich wird gemeinschaftlich genutzt, wie zum Beispiel gemeinschaftliche Arbeitsräume, Gemeinschaftsräume für Begegnung und kulturelle Aktivitäten, landwirtschaftliche Geräte, Werkzeuge, selten genutzte Küchengeräte, Autos und so weiter. Man unterstützt einander auch wieder vermehrt, so wie es früher der Fall war, bei Erntearbeiten, beim Bau einer Scheune und so weiter, und knüpft so Bande der Geschwisterlichkeit und Solidarität. Sowohl hier am Land in den Dörfern als auch in der Stadt bilden sich Koch- und Gartengemeinschaften. Die Älteren bleiben in der Gemeinschaft, die Kinder und Jugendlichen lernen aus deren reichem Erfahrungsschatz und inspirieren ihrerseits die Erwachsenen. Um die Kommunikation und Verwaltung innerhalb des Dorfes und der Region zu erleichtern, werden den Bewohnern Kurse aus den erfolgreichsten Kommunikationsmethoden, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, Holokratie, Soziokratie, Viable System Model oder Entscheidung durch Zustimmung, sowie Kurse zum Aufbau einer regionalen Infrastruktur angeboten. Nach dem Woofing-Prinzip wird es Menschen leicht gemacht, auf der ganzen Welt gegen Kost und Logis auf Biohöfen zu arbeiten,
dortige Anbaumethoden und kulturelle Besonderheiten zu lernen und sich zu vernetzen. Es wird Menschen leicht gemacht, alternative Wohnprojekte wie Ökogemeinschaften, Tiny-House-Siedlungen zu gründen oder auf nomadische Weise zu leben. Die grüne Stadt. Ab sofort beginnen wir damit, unsere Städte intensiv zu begrünen. Die alten und neuen Bäume unserer Stadt filtern den Feinstaub, sorgen für ein gesundes Mikroklima, bieten Schatten und liefern Sauerstoff. Die Blätter dienen als Nährstoff zum Humusaufbau in der Stadt. Die Wurzelbereiche der bestehenden Bäume werden von Asphalt und Beton befreit. Urban Gardening verwandelt unsere Städte in essbare Städte. Der Anbau von Obst, Gemüse, Beeren und Nüssen auf gesunden Böden, das Halten von Bienen und Bienenfutterweiden innerhalb der Stadt wird gefördert. Sei es in Parks, in den ehemaligen Industriegebieten, auf freien urbanen Plätzen, in Hinterhöfen, auf Dächern, Balkonen, auf Fassaden, in Vertikalbeeten, in Hochbeeten oder auf breiten Gehsteigen. Genauso wie das Recycling ist auch die städtische Kompostierung organisiert. Die Bewohner werden in die Wartung der städtischen Kompostierung einbezogen und lernen auf Wunsch Kompostierungstechniken für den Privatbereich. So entstehen auch Gemeinschaftsprojekte, wie zum Beispiel ein Kokotarium, ein kollektiver Hühnerstall zur Verwertung von Lebensmittelresten, zur Produktion frischer Eier und zur Erschaffung sozialer Verbindungen. Die großen städtischen Gärten verfügen über eigene Restaurants oder Cafés, in denen die frischen, lokalen und regionalen biologischen Produkte angeboten werden. Die Bewohner der Stadt vernetzen sich mit den Bauern, um mit ihnen eine Partnerschaft einzugehen und sich mit den Produkten zu versorgen, die in der Stadt nicht erzeugt werden können. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land organisieren sich Verbraucher und Bauern zu Einkaufsgemeinschaften oder zur sogenannten solidarischen Landwirtschaft. So erhält jeder Bauer von der Gemeinschaft monatlich einen Fixbetrag, den er benötigt, um die Bodengesundheit zu verbessern, sein Saatgut zu kaufen, die Felder zu bestellen, zu ernten, zu verarbeiten und mit seiner Familie und den Tieren gut leben zu können. Im Gegenzug erhält jedes Mitglied der Gemeinschaft genügend saisonale Produkte. Eltern mit großen Wohnflächen, deren Kinder ausgezogen sind und die ihre Wohnfläche nicht gemeinnützigen Zwecken wie zum Beispiel für Kurse oder Konferenzen zur Verfügung stellen, werden dazu animiert, diesen freien Wohnraum an andere Menschen zu vermieten. So können sich neue Wohngemeinschaften bilden. Gemeinschaftliche Arbeitsräume laden zur Vernetzung ein und bieten angenehme Arbeitsplätze. In der Stadt und auf dem Land bilden sich Orte der Begegnung, wie Reparaturcafés, in denen bastelbegabte Menschen oder IT-Spezialisten kaputte Geräte oder andere Dinge reparieren. Physische sowie digitale Tauschcafés erleichtern es, gebrauchte Gegenstände, Bücher oder Kleidung zu finden oder weiterzugeben. Wissensaustauschnetzwerke erleichtern die Übertragung von Wissen und die Vernetzung globaler und lokaler Initiativen sowie das Finden und Ausarbeiten von Lösungen unter Gleichgesinnten. Überall gibt es gut ausgebaute Fahrradwege. Für Ausflüge aufs Land oder für Transporte gibt es Carsharing-Initiativen. Die Dörfer aller Regionen sind gut untereinander vernetzt, um ihre Ressourcen anderen zur Verfügung stellen oder tauschen zu können. Es wird darauf geachtet, dass jede Region die Ernährung, die Energieversorgung, Verwaltungsangelegenheiten und die Grundbedürfnisse der Menschen so autonom wie möglich sichern kann. Kapitel 5 – Verwaltung. Eine neue Form der Verwaltung entwickelt sich, inspiriert von der Intelligenz der Natur, Biomimetik und in Resonanz mit den universellen Naturprinzipien. Um Lobbyismus in der Politik zu vermeiden, braucht es eine neue, transparente Form der Verwaltung. Eine Verwaltung, in der es kein Parteiensystem mehr gibt. Ämter werden von Menschen besetzt, die in ihrer Vergangenheit bewiesen haben, dass sie nicht nur hochkompetent und verantwortungsvoll sind, sondern auch vernetzt denken können. Das heißt über ihr eigentliches Fachgebiet hinaus und die bereits bewiesen haben, dass ihnen das Wohl und die Gesundheit allen Lebens am Herzen liegt. Jeder Volksvertreter übernimmt die persönliche Verantwortung für sein Handeln. Gleichzeitig wird jeder Volksvertreter mit dieser großen Verantwortung von Weisenräten unterstützt.
Für jedes wichtige Themengebiet gibt es einen Rat der Weisen. Diese Weisenräte setzen sich aus engagierten und kompetenten Frauen und Männern zusammen, denen das Wohl allen Lebens Basis ihres Denkens und Handelns ist. Ihre Vertreter repräsentieren die Vielfalt der Gemeinschaft. Menschen aller Altersgruppen und Lebenserfahrungsbereiche. Denker und Praktiker, die in der Lage sind, sich mit den Herausforderungen und Lösungen der einzelnen Bevölkerungsgruppen zu befassen. Sie bilden sich zu den relevanten Themen wie Landwirtschaft und Ernährung, Gesundheit, Potenzialentfaltung, Energie, Transport, Frieden und so weiter. Die Verfassung der neuen Erde. Die erste Aufgabe eines Waisenrates ist es, den Vorschlag für eine Verfassung zu schreiben, die auf den universellen Naturprinzipien basiert und die Menschen und die Natur gleichwertig achtet. Über diese Verfassung stimmen die Menschen des Landes ab. Das Manifest der neuen Erde kann als Basis dieser neuen Verfassung dienen. Jeder Mensch kann aktiv seine Region, sein Land und die neue Erde mitgestalten. Alle Regionen der Erde sind gesundet und voller Schönheit. Niemand muss mehr wegen Krieg, Umweltverschmutzung, Armut, Sklaverei oder aus wirtschaftlichen Gründen seine Heimat verlassen. Unsere Vision ist es, dass es eines Tages keine Grenzen mehr geben wird. Denn wir verstehen, dass der Planet Erde für uns alle sorgt und wir alle Teil der Menschheitsfamilie sind. Jeder Mensch ist eingeladen, zu allen wichtigen Themen seine konstruktiven Ideen einzubringen und seine Wünsche zu äußern. Dadurch wandelt sich die Demokratie der Delegation zu einer aktiven Gemeinschaft der Zusammenarbeit und des Engagements. So hat jeder die Möglichkeit, über eine digitale Plattform zu erfahren, womit sich der Rat der Weisen gerade beschäftigt und sich konstruktiv und aktiv einzubringen. Die Verwaltung der Dörfer, Regionen und des Landes ist einfach, klar und effizient strukturiert. Schon auf lokaler Ebene gibt es zu jedem relevanten Thema des Lebens einen Waisenrat. Diese Waisenräte stehen in enger Kommunikation mit der Bevölkerung und mit den Waisenräten der großen Regionen. Die Waisenräte der großen Regionen stehen in enger Kommunikation mit den Waisenräten der Länder. Eine partizipative Kultur der Entscheidungsfindung. Hierfür werden bereits bestehende Modelle der Entscheidungsfindung, wie zum Beispiel Soziokratie, Holokratie, Yamagishikai, Dragon Dreaming oder Viable System Model, praktisch erprobt und weiterentwickelt. Sowohl bei der Entscheidungsfindung als auch bei der praktischen Ausführung der Entscheidung kommt immer der oberste Leitsatz zur Anwendung. Jede unserer Handlungen und jedes Gesetz ist immer auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet. In Respekt, Mitgefühl und Achtsamkeit für die Erde und ihre Vielfalt. In Liebe, Wahrheit, Freiheit, Gleichwertigkeit, Geschwisterlichkeit, Frieden. Kapitel 6: Rechtsordnung und Friedenshüter. Das neue Rechtssystem integriert die universellen Naturprinzipien und bildet die Struktur für einen neuen, gesunden, in sich gerechten sozialen Organismus, in dem Menschen und Natur gleichwertig geachtet werden. Die Rechtsordnung dient dem gesamten lebendigen Organismus Erde. Sie harmonisiert die verschiedenen Interessen und immer neu aufkeimenden Lebensimpulse. So wird zum Beispiel dafür gesorgt, dass Interessen der Wirtschaft oder der Potenzialentfaltung nicht auf Kosten der Natur gehen. Das Rechtsleben achtet darauf, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe, sexueller, intellektueller oder spiritueller Ausrichtung, immer gleichwertige Rechte und Möglichkeiten haben. Des Weiteren sorgt es für ein gesundes Verhältnis zwischen Wirtschaft und Gesundheit, Potenzialentfaltung und Lebensräumen. Das Recht ist am Menschen, nicht an dem Konstrukt seiner Person ausgerichtet. Die neuen Gesetze, Gebote sind klar strukturiert, einfach geschrieben und leicht verständlich. Sie basieren auf der neuen Verfassung und werden von einem speziellen Rat der Weisen,
der mit allen anderen thematisch spezialisierten Räten in enger Kommunikation steht, geschrieben und sodann dem souveränen Volk des Landes zur Abstimmung vorgelegt. Die Rechtshüter, früher Polizisten, im Dienste des Lebens. Die Rechtshüter nehmen ihre Rolle als Freund und Helfer der Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der Gewässer, der Luft, der Landschaften, der Wälder und des Bodens wahr und unterstützen in der Übergangsphase den Neuaufbau aller Lebensbereiche. Sie stehen im Dienste der von den souveränen Menschen beschlossenen Verfassung und der Gesetze. Sowohl die Rechtshüter als auch die Friedenshüter stehen im Dienste des Lebens und absolvieren die Kurse für neues Bewusstsein sowie spezielle Zusatzausbildungen in gewaltfreier Kommunikation, Friedenserhaltung, Mediation und ähnliche und entwickeln so Fähigkeiten und ein offenes Bewusstsein für gesellschaftliche und globale Herausforderungen. Die Friedenshüter, früher Militär, im Dienste des Friedens. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Mahatma Gandhi. Sobald wir ein neues Bewusstsein fürs Leben erreicht haben, richten wir Herz und Verstand, all unser Handeln, all unsere Institutionen auf Frieden aus. Die Friedenshüter helfen in der Übergangsphase weltweit beim Aufbau humanitärer, sozialer und ökologischer Strukturen. Es gibt keine bewaffneten Auslandseinsätze mehr. Die Friedenshüter antworten auf Gewalt nicht mit Gewalt, sondern mit Weisheit, innerer Stärke und Mitgefühl und unterstützen einen fairen Interessensausgleich. Sollten Friedenshüter in der Übergangsphase noch dazu aufgefordert werden, etwas zu tun, was für ihr moralisches oder ethisches Empfinden nicht gerecht ist, nicht vertretbar ist oder nicht dem Wohle allen Lebens dient, dann dürfen sie dies offen kommunizieren. Ihr Anliegen wird angehört und gemeinsam eine Verbesserung erarbeitet. Wird kein Konsens gefunden, wird ihnen freigestellt, sich an diesem Einsatz nicht weiter zu beteiligen. Mit dem Verschwinden der Grenzen werden Massenvernichtungswaffen obsolet, da der Planet Erde als Heimat aller Menschen anerkannt wird. Die Waffen, die einst zur Zerstörung einer Region eingesetzt wurden, werden recycelt und die daraus hergestellten Geräte für den Wiederaufbau der gleichen Region verwendet. Wahrhaft erfüllte Menschen, die ihren inneren Frieden gefunden haben, gieren nicht mehr nach Land oder Macht oder haben das Bedürfnis, über jemanden zu herrschen. Der Frieden ist wiederhergestellt. Frieden in Konflikten. Bei der Befriedung von Konflikten geht es auch darum, die Ursachen des Konfliktes oder der Tat zu erkennen und zu heilen. Dazu kommen Techniken wie zum Beispiel Mediation, Familienaufstellung und Vergebungsrituale wie zum Beispiel Ho'oponopono zum Einsatz. Potenzialentwicklungszentren anstatt Gefängnisse. Es werden Zentren zur Entwicklung von Potenzialen errichtet, in denen Menschen, die kriminelle Taten begangen haben, ein intensives Heilungsprogramm zur Resozialisierung durchlaufen. Aktivitäten wie zum Beispiel Kunst, Meditation, Theater, Tanz oder Musik ermöglichen es ihnen, sich wieder an ihre guten Qualitäten als menschliches Wesen zu erinnern und das Beste in ihnen zum Ausdruck zu bringen. Hier werden auch Handwerkskurse und andere Weiterbildungskurse angeboten. Gleichzeitig gibt es dort auch die Möglichkeit, Wissen und Fähigkeiten an andere weiterzugeben, wodurch Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gestärkt werden. Auf den Feldern und in den Waldgärten rund um diese Potenzialentwicklungszentren wird gemeinsam Obst und Gemüse angebaut, mit dem nicht nur die Zentren selbst, sondern auch die umliegenden Gemeinschaften versorgt werden können. Dabei steht die Förderung des Lebensraumes und der Artenvielfalt im Zentrum des Denkens und Handelns. Der Kontakt mit und die Fürsorge für Tiere ermöglicht es wieder, mit Gefühlen in Kontakt zu kommen. Kapitel 7: Geldsystem. Wahre Erfüllung kommt nicht aus äußeren Quellen oder kann mit Geld gekauft werden, sondern sie kommt aus einer tiefen Verbundenheit mit anderen Wesen und der Erde, aus der inneren Ausrichtung auf unseren Lebenszweck. Sie kommt aus einem Leben mit offenem Herzen und von der Freude am Geben,
Unser Fokus hat sich vom Geldverdienen auf ein sinnvolles Leben gewandelt, das auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet ist. In der Übergangsphase wird eine neue Finanzarchitektur entwickelt. Dazu werden bereits entwickelte oder in Entwicklung befindliche Währungssysteme regional erprobt. Gemeinsam mit regionalen Produzenten, Handwerkern, Dienstleistern und Konsumenten werden diese weiterentwickelt, bis ein gut funktionierendes System gefunden wird, das auch überregional einfach anzuwenden ist. Die Geldschöpfung dieser neuen Finanzarchitektur ist von einem Zins- und Schuldsystem abgekoppelt. Sie sorgt dafür, die Regeneration des Planeten und die Lebensgrundlagen aller Wesen zu ermöglichen. Wir führen ein neues Geldsystem ein. Ein neues, dienendes Vollgeld als Bargeld- oder Verrechnungssystem bekommt einen realen Wertmaßstab. Zum Beispiel ausgerichtet auf einen definierten Bio-Lebensmittelkorb. Die Geldmenge wird so gesteuert, dass der einmal definierte Lebensmittelkorb immer den gleichen Preis behält, es also keine Inflation oder Deflation mehr gibt. Kredit- und Guthabenzinsen sowie Spekulation werden abgeschafft. Ein Modell zur Erprobung zukünftiger Geldschöpfung stellt das Gradido-System vor. Hier folgt die Geldschöpfung nach einfachen Regeln. Für jeden Menschen wird im Monat eine bestimmte Summe Geld geschöpft. Ein Drittel des geschöpften Geldes wird für ein Grundeinkommen dieses Menschen verwendet. Das zweite Drittel ist für die Gemeinschaft und jegliche Verwaltung bestimmt, für die Heilungsräume, die Lernorte, die Universitäten, den Straßenbau etc. Dadurch müssen auch keine Steuern mehr gezahlt werden. Das dritte Drittel fließt in die Renaturierung, Heilung und Bewahrung unserer Umwelt. Natur- und Umweltschutz wird dadurch zu einem blühenden Wirtschaftszweig. Das neue Geldsystem orientiert sich an dem Kreislauf von Werden und Vergehen. So wird auch ein idealer Prozentsatz gefunden, um die sich die Geldmenge jedes Jahr reduziert. Es macht also keinen Sinn, Geld zu horten. Besser ist es, es in ständiger Bewegung zu halten, es zu verleihen, sich an Projekten zu beteiligen oder es zu verschenken. Jeder ist jederzeit versorgt. Man muss also kein Geld mehr anhäufen, um schlechten Zeiten vorzubeugen. Priorität in unserer neuen Kultur hat die Gesundheit und die Potenzialentfaltung der Menschen. Geld dient in unserer Kultur nur mehr als reales Tausch-, Leih- und Schenkmittel für die Bedürfnisse der Lebewesen. Intelligente Steuern. Kein Mensch zahlt mehr Steuern oder Sozialabgaben, denn mit seinem zweiten Drittel des geschöpften Geldes werden bereits Verwaltung und Co. finanziert. In der Übergangsphase zahlen Produktionsfirmen, deren Tätigkeit Menschen, Tieren, Pflanzen oder den Lebensgrundlagen schaden, Regenerationssteuern, die der Heilung und dem Wiederaufbau dienen. Grundeinkommen. Jedem Menschen, egal welchen Alters, steht ein bedingungsloses Grundeinkommen zur Verfügung. Dieses deckt die Grunderhaltungskosten und ermöglicht ein würdiges Leben. Das Grundeinkommen baut auf dem Prinzip von Geben und Nehmen auf. Jeder Mensch ist frei, seinem Wesen entsprechend zum Gemeinwohl beizutragen. So arbeiten manche Menschen gerne in Naturregenerationsprojekten, mit Menschen in Not, in der Verwaltung, im Straßenbau oder der Entwicklung eines Gemeinschaftsplatzes mit. Andere backen Brot, musizieren, begleiten oder unterstützen andere Menschen oder entwickeln neue Designs oder lebensförderliche Technologien, die der Gemeinschaft dienen. Alle Tätigkeiten fördern das Gefühl, wirklich Sinnvolles zu tun, nützlich zu sein und stärken ein Gefühl von Bindung und Solidarität zwischen allen Wesen. Andere Menschen ziehen es vor, Zitat Gradido, ihre ganze Zeit in ihre berufliche Tätigkeit einzubringen, weil sie dort mehr verdienen, weil sie dort mehr gebraucht werden, weil es ihnen mehr Spaß macht oder aus welchen Gründen auch immer. Jeder kann sich frei entscheiden. Bei Bedarf werden für unangenehme Arbeiten mehr Stunden gutgeschrieben. Da Geld in überfließender Fülle vorhanden ist, hat es an Wichtigkeit verloren. Wir alle sind freigebiger geworden und haben einen riesigen Spaß am Schenken. Das Land kann nur der Erde selbst gehören. Wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt. Wir haben sie von unseren Kindern geliehen.
Indianische Weisheit. Land kann niemandem gehören und daher kann auch nicht damit spekuliert werden. Das Land ist unser aller Lebensgrundlage. Statt Eigentum bekommen wir Menschen für Wohnzwecke, zur Vermietung oder für betriebliche Zwecke das Verwaltungsrecht über ein Stück Land. Wir übernehmen die Verantwortung für dieses Stück Land, nehmen uns als liebevolle und achtsame Hüter dieses Fleckens Erde wahr und schützen und pflegen diesen Ort. Ab einer noch zu bestimmenden Größe gehen Ländereien in Stiftungen über. Die örtlichen Waisenräte beschließen mit dem Stiftungsrat, welche Humus- und gesellschaftsaufbauende und das Miteinander fördernden Projekte, wie zum Beispiel Gemeinschaftsgärten oder Streuobstwiesen, dort umgesetzt werden. Mindestens 10% jeder Region wird der Natur und ihren Wesen zurückgegeben und zuvor wieder fruchtbar gemacht. Dort unterstützt der Mensch die Gesundungsprozesse zum Wohle allen Lebens und zur Mehrung der Artenvielfalt. Geschützte Lebensgrundlagen. Firmen, Straßen, Quellen, Rohstoffvorkommen, Handelsplattformen, Mietshäuser und so weiter sind Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen und keine Spekulationsobjekte mehr, die unser Leben teuer und manipulierbar machen. Gemeinsam finden wir Rechtsformen, die die gemeinwohlorientierten Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen schützen. Crowdfunding und Open Source. Große Crowdfunding, Crowdinvesting-Plattformen erleichtern es Unternehmen, die Mittel für ihre Projekte zu erhalten und mit ihren Förderern in Kontakt zu sein. Andere Plattformen bieten in Open Source Kurse, Bilder, Filme, Software etc. an, die von allen Menschen frei verwendet werden können. So lassen sich kreative Werke und neue Erfindungen schnell auf der ganzen Welt verbreiten. Gerne werden hier im Gegenzug Spenden hinterlassen. Spenden fällt uns leicht. Dazu kommt das Glücksgefühl, anderen geholfen zu haben. Kapitel 8: Medien. Pressefreiheit, Meinungsvielfalt und unabhängige Berichterstattung stehen wieder im Mittelpunkt der Mission. Die Medien sind aufgefordert, Träger positiver Lösungen für die Transformation unserer Erde und die Regeneration des Lebendigen zu sein und auch über erfolgreiche Projekte und Lösungen zu berichten. Medienhäuser und Journalisten sind finanziell unabhängig und frei. Sollten Medienhäuser in der Übergangsphase finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft oder Politik erhalten, so müssen sie offenlegen, von wem sie finanziert werden. So erhält man Klarheit darüber, wem, welchem Investor, Financier, die Inhalte der Zeitungsartikel, der Radio- oder Fernsehsendungen möglicherweise zu Diensten sind. Journalisten sind frei und in keiner finanziellen oder ideologischen Abhängigkeit von einer Zeitung, einem Sender oder einem Internetportal. Sie werden durch die Kultur finanziert und können für mehrere Medien gleichzeitig tätig sein. Pressefreiheit, Meinungsvielfalt, unabhängige Berichterstattung und Transparenz. Künftig darf es keine einseitige, manipulative und destruktive Propaganda oder Zensur mehr geben. Denn wir sind uns in der aktuellen Corona-Krise verstärkt bewusst geworden, dass die Medien die Macht haben, sowohl jeden Menschen einzeln als auch die ganze Bevölkerung massiv zu beeinflussen und zu lenken. Sich aus mehr als einer Quelle zu informieren, ist das Gebot der Zeit. Denn meist sagen die unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema mehr aus als die Gemeinsamkeiten einander ähnlicher Artikel. Unterschiedliche Meinungen zu hören und sie mit der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung abzuwägen, schult unseren Verstand und kann unsere Weltsicht enorm erweitern. Journalisten lernen wieder, sich der Verantwortung der Meinungsbildung bewusst zu sein und sich dessen als würdig zu erweisen. Die eigene Meinung wird als solche gekennzeichnet, Fakten werden überprüfbar, Quellen werden transparent kommuniziert. Meinungsvielfalt und unterschiedliche Sichtweisen werden wertgeschätzt. Investigativer Journalismus wird geschätzt, Menschen, die sich mutig und neugierig daran machen, Missstände aufzudecken, in die Tiefe recherchieren, sich selbst vor Ort ein Bild machen und idealerweise auch gleich Lösungsansätze dokumentieren. Die Medien beteiligen sich aktiv an der Verbreitung positiver Lösungen und ermutigen dazu, in Eigenverantwortung zu leben.
Staatliche Unterstützung erhalten nur noch Medien, die nicht reißerisch über Gefahren, Katastrophen, Unfälle oder Kriminalität, sondern vielmehr über positive Ereignisse, gelungene Projekte und Lösungen berichten. Während der jährlichen Grippewelle oder bei möglichen Pandemien werden Informationen zur Stärkung des Immunsystems, zur Prävention und Heilung kommuniziert. Außerdem werden Meinungen und Ratschläge, Warnungen und Heilerfolge von kompetenten und unabhängigen Ärzten, Virologen, Immunologen etc. eingebunden. Junge Menschen werden dazu ermutigt, öffentlichen oder sozialen Medien nicht blind zu glauben, sondern sich ihre eigene Meinung zu bilden. Medienberichte werden immer hinterfragt. Aus welcher Perspektive und mit welcher Absicht ist etwas verfasst? Was will dieses Medium, das ich glaube? Cui bono? Das heißt, wem dient es, wenn ich dies glaube? Welches Weltbild versucht dieser Beitrag zu untermauern? Versucht der Beitrag, Emotionen zu aktivieren? Welche anderen Veröffentlichungen liegen von dem Verfasser vor? Welchen Institutionen steht der Autor nahe? Von wem wird der Autor finanziert? Was sagt mir mein gesunder Menschenverstand dazu? Was sagt mir die Intelligenz meines Herzens? Social Media Plattformen. Das Veröffentlichen von gewaltverherrlichendem Material an Mensch und Tier sowie jeder direkte oder indirekte Aufruf zur Pädophilie wird auf den Social Media Plattformen unterbunden. Die Plattformen dürfen nicht selbst willkürlich zensieren oder von übergeordneten Instanzen außer transparenten, unabhängigen Institutionen korrigiert werden. Jeder Mensch hat das Recht, sich in seiner Umgebung ohne die Beeinflussung von Werbung zu bewegen. Werbung an öffentlichen Plätzen wird ab sofort eingestellt. Es bleiben Hinweisschilder, die zu lokalen Betrieben führen. Werbung in Radio- und TV-Sendern wird vorab angekündigt und mit einem Zeitstempel versehen, um den Zuhörern oder Zuschauern rechtzeitig die Möglichkeit zu geben, sich dieser zu entziehen. Werbung im Internet wird nur mit vorher eindeutiger Bereitschaftserklärung der Benutzer geschaltet. Kapitel 9. Oberster Leitsatz. Jede unserer Handlungen und jedes Gesetz ist immer auf das Wohle allen Lebens ausgerichtet. In Respekt, Mitgefühl und Achtsamkeit für die Erde und ihre Vielfalt. In Liebe, Wahrheit, Freiheit, Gleichwertigkeit, Geschwisterlichkeit, Frieden. Wenn auch du auf einer solchen Erde leben willst, dann trage dich jetzt gleich ein auf www.thenewearthmanifesto.com. Werde Teil der gerade entstehenden und auf dem Manifest aufbauenden, lösungsorientierten Vernetzungsplattform Living Earth, auf der du für alle Themen des Manifests ganz praktische Umsetzungsvorschläge bekommst, Links zu bestehenden Projekten, viele weiterführende Informationen und gleichgesinnte Menschen findest, mit denen du dich vernetzen und eigene Projekte starten kannst. Lasst uns unser Paradies gemeinsam erschaffen. Do you have a voice that we can hear?